Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurz ein paar Worte zur aktuellen Situation. Die Auseinandersetzung dort in der Ukraine möchte ich nicht bewerten, noch nicht, weil uns allen wahrscheinlich noch zu viele Hintergründe fehlen und die ganze Lage da hochkomplex ist. Also man muss ein bisschen die Geschichte der Ukraine auch kennen, insbesondere der letzten 8 Jahre. Und man muss natürlich auch wissen, was von Russland, von Putin aus da gelaufen ist und was vom Westen, auch von Deutschland aus gelaufen ist, auch mit unseren Gasvorkommen etc. Wo die da wohl hin sind, wieso wir kein Gas mehr haben. Alles Themen, die man sich mal in Ruhe anschauen muss. Ist aber nicht mein Thema auf meinem Kanal. Ja? Thema auf meinem Kanal ist die Prophetie der Bibel. Und nun sagen natürlich, oder sagen vielleicht viele, warum beschäftigt er sich nicht mehr mit dem gegenwärtigen, politischen Themen, die in der Welt passieren? Das hat zwei Gründe. Wie gesagt, erstens mal kenne ich mich da nicht genug aus. Da gibt es viele andere, die viel besser da im Thema sind, journalistische Ausbildungen haben und über Jahrzehnte die Geschehen auch schon sehr detailliert verfolgen. Das tue ich in dem Maße nicht, was ich seit Jahrzehnten sehr detailliert verfolge, ist Gottes Prophetie in der Bibel. Und das ist der zweite Punkt, warum ich mich nicht mit politischen Themen befasse. Ja, also ich suche das, was in der Bibel steht über die Zukunft und das, was in der Bibel steht über unser Heil in Jesus Christus, das ist mein Fokus. Ich bitte, und das ist auch der Grund für meine kurze Ansprache hier, dass ihr euch trotzdem, obwohl diese Dinge alle draußen passieren, mit diesen biblischen Themen beschäftigt. Das, was wir in der Bibel finden, hat Bestand. Das bleibt. Egal wie die politischen Wirren und Unbilden sich auch gestalten mögen, das, was in der Bibel steht, bleibt. Das ist etwas, was nicht vergeht. Das ist etwas, wo man sein Leben auf einen Felsen baut und nicht auf Sand, ja. Gestern war es noch Corona und vorgestern war es CO2 und dann war es mal das Waldsterben und dann war es der Afghanistan-Krieg und jetzt ist es Ukraine, morgen ist es wieder was anderes. Ich habe insgesamt schon den Eindruck, dass vieles auf Entwicklungen hinstrebt, die in der Bibel vorhergesagt sind. Aber noch sehen wir nur die Peripherien und wir können auch noch nicht definitiv sagen, ob das schon in diese finalen Zustände führen wird, von der die Bibel spricht. Das weiß niemand, ja, das kann niemand sagen. Was mir aber sehr am Herzen liegt, ist, dass wir das Original kennen in der Bibel, dass wir verstehen und wissen, dass der Zeiger an der Weltenuhr Israel ist oder noch spezieller gesagt Jerusalem. Denn wenn Israel auseinanderbricht und Jerusalem belagert wird, dann wird es spannend. Erst dann, vorher nicht. Ja, vorher sind das alles Ereignisse, die passieren können und die unter Umständen auch vielleicht dahin führen möchten. Ja, Wehen sind das nicht. Ja, Wehen sind etwas anderes. Wehen ist, wenn in Israel speziell, wenn die Stadt Jerusalem hört von Kriegen und Kriegsgeschrei im Land. Das sind die Wehen, von denen die Bibel spricht, weil diese Wehen werden zur Geburt der Tochter Zion führen. Alle anderen Kriege und Kriegsgeschreie, die wir in den letzten 2000 Jahren erlebt haben, sind nicht die Wehen, von denen die Bibel spricht. Ja, wenn die Bibel von Wehen spricht, dann meint sie ganz speziell die Wehen der Tochter Zion, die Tochter Zion zur Geburt, zur Wiedergeburt führen. Ja, an dem Tag, an dem ganz Jerusalem oder die dann noch in Jerusalem übrig sind, zum Glauben an Jesus Christus kommen, dann geht's los. Ja, dann ist der Tag da, ab dem wir zählen können Zeiten und Fristen. Vorher nicht. Deswegen sage ich mal, das, was wir hier behandeln, scheint zunächst mal mit dem Weltgeschehen gar nichts zu tun zu haben. Mittelbar hat es das aber doch. Oder das Weltgeschehen hat mittelbar mit dem zu tun, wovon die Bibel schreibt. Ja? Und deswegen gibt es ganz, ganz viele Sachen. Ich glaube, Corona ist jetzt mehr oder weniger, liegt jetzt da hinter uns. Ja, das wird eine Randnotiz noch sein in den zukünftigen Wochen und Monaten. Da wird sich der Schwerpunkt jetzt extrem verlagern. Ich erwarte das auch. Es steht auch zu befürchten, dass das in Richtung Europa geht. Wer sich fragt, wie die Rolle Europas in der Endzeit ist, da sagt die Bibel nichts zu. Jedenfalls nicht so speziell über Europa. Im Talmud steht was über Europa, dass Europa nämlich Edom ist, ja. Und die Talmudisten, die sagen regelmäßig, dass
Edom zerstört werden muss. Und laut Talmud ist Edom das christliche Europa. Ja, das ist das, was der Talmud dazu sagt. In der Bibel selber, wen das interessiert, der liest mal Jeremia 25, habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. In Jeremia 25 sind die Inseln erwähnt. Und die Inseln stehen für Griechenland und damit irgendwo für Jaffet. Jaffetiten, das ist eigentlich so Europa. Gott sagt mal in der Bibel, in Jeremia 25, wenn ich Gericht übe an meinem Volk Israel, glaubt ihr Völker, ihr kämt ungeschoren davon? Das ist ein Vers, wo ich glaube, dass der wichtig ist für unsere Einstellung, für das, was wir uns vorstellen. Denn wir in Europa und speziell auch wir Deutsche, wir sind vom Volk der Reformation zu einem sehr arroganten, überheblichen Volk geworden. Sehr egoistisch, sehr materiell. Ein Volk geworden, dem die Erwähnung des Namens Jesu peinlich ist. Und weil das so ist, ist die Frage, was erwarten wir denn von Gott? Was soll Gott uns denn noch tun als Volk, auch als europäisches Volk, ja, wenn in Europa der Glaube so weit abnimmt und im Gegenteil so viele gotteslästerliche Dinge passieren? Ja? Ich könnte euch da eine ganze Latte aufzählen an Ereignissen oder an Events, die geplant werden, auch hier im Schwäbischen mittlerweile. Ja? So ein satanistischer Zirkus, der da irgendwo auftritt, der wird übrigens auch vom Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg gefördert. Was erwarten wir denn von Gott, dass Gott uns da vor allem bewahrt? Das wäre sehr naiv, wenn man sich das vorstellen würde. Ja? Was soll man tun in so einer Zeit wie jetzt? Also zuvörderst würde ich mal einfach sagen, umkehren zu Jesus Christus. Ja? Hände falten, beten, Jesus Christus sein Leben übergeben. Das ist das Allerwichtigste, was ihr tun könnt. Die, die an Jesus Christus glauben, wissen, sie haben ewiges Leben und für die ist alles gut. Trotzdem sind wir nicht allem enthoben, was in der Welt passiert, sondern in vielem sind wir Teilhaber dessen. Ja? Das sieht man auch durch die letzten 20 Jahrhunderte, dass die Christenheit den Verfolgungen nicht enthoben war, nur weil sie an Jesus Christus geglaubt haben, sondern zum Teil sogar da hineingekommen sind, weil sie Christen waren, weil sie gläubig waren. Ja? Also ich finde, es ist gut, man behält da eine gewisse Nüchternheit. Und das, was ich sagen wollte mit meinem Video, ist eigentlich: unterschätzt nicht die biblische Prophetie und glaubt nicht, dass die Videos, die ich hier mache, nur mache, um irgendwelche biblischen Themen im Reagenzglas zu beschauen, sondern mir ist sehr wohl bewusst, dass das, was wir in der Bibel vorgezeichnet bekommen und was ich hier im Detail auch aufarbeite, durchaus irgendwann Weltgeschichte wird. Vielleicht sehr viel schneller, als wir das glauben. Und da ist es wichtig, sich in den biblischen Themen auszukennen. Ich glaube, dass die bisherige biblische Eschatologie falsch liegt. Habe das in meinen Videos auch gezeigt. Und dadurch, dass man in meinen Videos sehen kann, so wie ich glaube, dass die Endzeit anders abläuft, hat man ein Original, hat man einen Maßstab. Und Paulus hat den Thessalonischern auch geschrieben: Denkt ihr nicht daran, dass ich euch das gesagt habe, als ich noch bei euch war? Lasst euch nicht durcheinander bringen in eurem Sinn. Ja, durch alles Mögliche, durch einen Geist oder durch ein Wort oder durch Brief, als ob er von uns geschrieben wäre. Denkt dran, was ich euch damals gesagt habe. Wenn das nicht kommt, kommt Christus auch nicht. Ja? Lasst euch nicht durcheinander machen. Und es war zur Zeit der Thessalonicher auch so, dass die damalige politische Konstellation die Thessalonicher an die Endzeit erinnert hat. Und die haben gesagt: Ist es schon soweit, Paulus? Kommt jetzt Jesus wieder? Kommt die Entrückung bald? Und da sagt Paulus: Nein, die kommt nicht so bald. Es muss erst noch kommen, A, B, C, D. Und dieses A, B, C, D, das habe ich in meinen Videos behandelt. Und ich wünsche mir sehr, dass die, die an Jesus Christus glauben, das als Basis haben, weil das für uns ein Zeiger an der Weltenuhr ist. Ja. Was soll man sonst sagen? Alles Gute, Gottes Segen, viel Kraft, viel Gelassenheit im Glauben, viel Glauben, viel Vertrauen an Jesus Christus und viel Glaubensmut, das Evangelium weiterzusagen, solange es noch Zeit ist. Denn es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann, sagt Jesus Christus. In dem Sinn euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.